Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal hier unter Quests und dann Shadowlands finden. Und zwar heißt das Achievement hier des Kerkermeisters Geheimvorräte. Und für diesen Erfolg müssen wir während des Nachtfährangriffs auf den Tiegel der verdammten 10 versteckte Ristruhen öffnen. Wo ist dieser Angriff, beziehungsweise wo sind die Kisten? Also, wir sind einmal hier während des Nachtfährangriffs, den braucht ihr auf jeden Fall. Diese Angriffe sind immer nur 3,5 Tage, heißt von Mittwoch ID-Reset bis dementsprechend Samstag 21 Uhr und dann von Samstag 21 Uhr ist der nächste halt wieder bis Mittwoch ID-Reset, ne? Und dann switcht das halt wieder durch. Es gibt insgesamt 4 Angriffe, heißt, es ist wahrscheinlich so, dass ihr für den Nightfear-Angriff quasi dann 2 Wochen warten müsst, wenn er gerade war. Ne? Also man kann das immer nur 3,5 Tage machen, alle 2 Wochen. Gut, wenn dieser Angriff ist, dann gibt es hier mehrere Quests und es gibt immer eine Quest, wo ihr quasi in die Rissphase kommt und dann habt ihr einen extra Button, wo ihr in die Rissphase reinkommt. Wenn es jetzt euch so wie mir geht, ihr habt diese Quest abgeschlossen, könnt ihr nicht mehr über die Quest natürlich in die Rissphase rein, sondern könnt nur über andere Items die Rissphase betreten. Denn wir müssen insgesamt 10 Kisten öffnen und es sind keine 10 Kisten auf einmal da. Die haben nämlich ein Daily Lockout. Ihr könnt natürlich über die Quest in die Rissphase kommen, die Quest nicht abgeben und das am nächsten Tag machen. Das ist möglich, habe ich nicht getan. Vielleicht hat der ein oder andere von euch selbiges Problem. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, in die Rissphase reinzukommen und die Kisten mitzunehmen. Möglichkeit Nummer 1 ist, ihr habt einen reparierten Rissschlüssel, den bekommt ihr von den ganzen Rares in Court hier, beziehungsweise von unserer Fraktion hier in der Höhle, die schimpft sich, jetzt muss ich nochmal nachgucken, Archivar Codex, wenn ihr die auf Stufe 4 habt, könnt ihr die auch für 100 von den Ressourcen kaufen, also dann habt ihr halt Glück bei den Rares oder ihr kauft die, ne, diese Rissschlüssel. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr hier in Court hier die Portale repariert und da reingeht, die sind immer da, zum Beispiel 1 ist hier in der Höhle bei 4042, das benutze ich immer, dann habt ihr halt das Problem, dass ihr da komplett rüberhatschen müsst. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, es gibt hier auch noch kollabierter Rissstein, da könnt ihr einfach ein Portal aufstellen, das droppt von Mobs in Court hier relativ selten tatsächlich oder auch von Zuvals Tresor, den ihr hier aus dem Bereich hier hinkarren müsst, wenn ihr eh schon im Riss seid und dann kriegt ihr den aus der Kiste raus. Da habe ich auch schon mal ein Toyguide-Video gemacht, würde jetzt aber hier zu weit führen. Falls ihr so einen Teil habt, könnt ihr das hier auch aufstellen, beziehungsweise wenn einer in der Gruppe das hat, dann können andere quasi damit auch durchgehen. So, wir gehen jetzt einmal in die Rissphase und ihr seht schon, ich habe das hier auf der Map schon angezeigt, die Truhen, die in der Rissphase sind. Und die sind wie gesagt nur da, wenn der Nightfear-Angriff hier ist. Ich habe hier ein Add-on, das nennt sich Handy Notes und Handy Note Shadowlands. Und dann werden wir die hier schön auf der Map angezeigt und ich kann die quasi abklappern. So, ihr seht schon, wir haben hier diese Risskisten. Versteckte Risskiste heißt die. Die heißen alle gleich. Es sind aber auf der Map verschiedene Farben. Warum sind da verschiedene Farben? Und zwar könnt ihr nicht jede dieser Kisten aufmachen, sondern an diesen Stellen kann jeweils eine Kiste sein und ihr könnt immer nur eine von diesen aufmachen, die gleich gefärbt sind. 1 oder 2 sind es, glaube ich. Bin mir jetzt hier gar nicht ganz sicher. Also ihr kriegt nicht alle 10 auf einmal. So, wir haben jetzt hier eine der Kisten aufgemacht und ihr seht, es sind auf der Map einige verschwunden, die gleiche Farbe haben. Ich glaube, es ist tatsächlich hier bei denen immer nur eine. Selbiges gibt es ja auch in Cortia mit so komischen Pilzengeschichten. Da kann man dann immer 3 oder 4 von einer Sorte aufmachen. Hier ist es anscheinend nur eine. Jetzt können wir hier quasi zum nächsten Spot weiterlaufen und hier die Kiste aufmachen. Jetzt dürften dann wieder einige verschwinden. Ah, okay. Da habt ihr gesehen, die haben aufgemacht. Da sind auch wieder einige verschwunden. Also ihr kriegt leider nicht die 10 Kisten an einem Tag zusammen. Da das Event aber 3,5 Tage geht es. Wenn ihr alle mitnehmt, würde ich mal behaupten, ich glaube, ich hatte eine ready, dann habe ich alle mitgenommen vorgestern, dann hatte ich 7, also ich hatte 6 aufgemacht. Ich denke mal, wenn ihr alle mitnehmt, müsste es an 2 Tagen tatsächlich ausgehen, genau. Und so könnt ihr jetzt halt einfach die Dinger ablaufen. Mit dem Add-on seht ihr die tatsächlich erst dann, wenn ihr auch die Rissphase betretet, also vorher seht ihr die tatsächlich nicht angezeigt. So, jetzt muss ich mal gucken. Da hinten haben wir zum Beispiel auch nochmal eine.
machen wir die letzte noch auf und dann müssten wir das mit dem Achievement tatsächlich schon fertig haben. Genau, da hinten haben wir die letzte. Also um nochmal zusammenzufassen, ihr braucht den Nightfee-Angriff im Schlund und dann müsst ihr halt in die Phase kommen, in diese Rift-Phase, das seht ihr hier oben auch. Mit dem Key seid ihr da nur eine Viertelstunde drin, aber das reicht allemal. Und wenn ihr es über die Quest macht, dann kommt ihr unbegrenzt quasi in diese Rift-Phase. Die Quest könnt ihr theoretisch, wenn ihr keinen Key in Anführungszeichen verschwenden wollt, auch einfach ganz bequem die Quest für 2 Tage offen lassen. Müsst ihr bloß dran denken, weil wie gesagt, diese Invasionen, ihr habt nur alle 2 Wochen die 3,5 Tage Zeit, das Ganze zu machen. Gut, mehr konnte ich eigentlich tatsächlich hier euch nicht zeigen. Jetzt machen wir hier nochmal eine Kiste auf. Übrigens, in den Kisten ist nicht sonderlich tolle Sachen drin. Ihr kriegt ein bisschen Stiegier, ein bisschen so Grauloot. Also eigentlich nur fürs Achievement lohnt sich das Ganze hier anzugehen. Achievement haben wir damit tatsächlich auch eingetütet und ja. Unter anderem braucht er das auch für einen Meta-Erfolg. Hier seht ihr fürs Meta-Achievement. Also, wer das machen will, braucht unter anderem auch dieses kleine Achievement. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.